So viel fehlt eigentlich gar nicht an den Fischen. Brauche ich noch mal eine andere Jahreszeit. Ach, jetzt habe ich im Frühling geheiratet, nicht im Sommer. Oh, wow, bin ich ein Idiot. Egal. Wir heiraten im Frühling. Ich wollte von Anfang an schon immer im Frühling heiraten. Oh Mann, warum bin ich denn so auf Sommer, ey? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe kein Ding in die Häuser gelegt. Oben. Das sind zwei Blümchen. Getrockneter Seestern. Ach, der fuck Günther. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch irgendwas für Günther aus diesen Blümchen rausziehe. Okay. Ich rechne mittlerweile immer nur noch mit Lehm. Hi, Elliot. Irgendwann widmen wir uns auch denen. Ich habe meine Krabbenbräuse nicht. Doch, da ist was drin. Ich muss von denen auch mal mehr machen. Kann man jetzt bitte auf der Brücke gehen, dass keiner rechts und links vorbei kann. So. Und wieder hier drauf. Wir reiten wieder geschwind zum Gunther. Nichts drin. So, den Museum spenden. Trocknet Seestern, wo packen wir denn hin? Guck mal hier hin. Keine Belohnung, ja natürlich. Warum auch? Nicht nötig. Ich glaube, hier habe ich mittlerweile auch alle gefunden. Wir könnten hoch in die Mine gehen. Zum Dingenskirchen. Sachen. Also, ihr wisst, was ich meine. Zum Ding suchen. Schriftrollen suchen. Ein paar Stündchen haben wir noch. Das Blöde ist halt, dass ich kein Schwert habe. Oh, Würmchen. Ja, Lehm. Wow. Was für eine Überraschung. Jetzt gehe ich wieder zu 10 runter. Wollte ich doch gar nicht. Sag mal. Aua. Was mein ganzen Ding hier kaputt? Arschkopf. Den ganzen Boden, den ich noch brauche. Huch, hier bin ich kaputt. Das bringt mir wenig. Aber schön, dass ich sie jetzt habe. Wenn ich wieder die erste Schriftrolle kriege, streich. Gibt es vielleicht auch eine Mod, wo man keine Sachen verliert, wenn man umkippt? Weil ich fände das extrem ärgerlich, würden wir jetzt unser Schwert, das wir irgendwann hoffentlich mal wieder haben, verlieren würden. Das ist ja wirklich sehr ärgerlich. Dass wir Levels in der Höhle verlieren, ja, ist in Ordnung. Aber mein Schwert würde ich jetzt ungern nochmal verlieren. Zum dritten Mal. Warum blocke ich denn nie? Ich drücke eigentlich immer blocken. Immer. Das ist immer der Grund, warum ich verliere. Weil das Spiel mein Blocken nicht merkt. Nicht wegen meiner unendlich großen Inkompetenz. Oh, eine Leiter.
Noch nicht ganz fertig. Ist wieder ein Viech. Okay. Ich mag diese Pudeldinger nicht. Aber wenn wir hier eine Weile rumbuddeln, vielleicht kriegen wir dann die ganzen Viecher tot, die wir brauchen für eine Belohnung. So, ab nach unten. Sieht nicht so aus, als wäre hier Dreck zum Graben. Bisschen. Immerhin. Ist Vieh. Habe ich diese Bienen nicht schon fertig? Welche Insektenviecher habe ich doch schon fertig, oder? Ui. Ich glaube, ich muss meine Hacke verbessern als nächstes. Geode. Ich brauche keine verkackte Geode. Doch, ich brauche schon Geoden. Vielleicht ist da die Schriftrolle drin. Keine Lust mehr. Also die Schriftrollen regen mich schon penetrant auf. Dass ich so gar keine davon finde. Bevor gemeckert wird, doch, ich habe gelesen, dass das so funktioniert. Dass man die hier kriegt, wenn man buddelt. Ich habe in meinem anderen Spielstand da auch schon welche gefunden. Nur hier halt nicht. Aber wir haben jetzt noch keine Energie mehr. Ja, also es wird spät, ich weiß. Ich gehe ja schon. Mine verlassen. Wir haben immerhin eine Geode gekriegt. So, kleines Pferd. Morgen noch und dann heiraten wir schon. Oh, oh, oh mein Gott. Dafür muss ich die komische Kappe absetzen. Ich setze die Kappe jetzt schon mal ab. Ich will nicht mit der Kappe heiraten. Mayo nehmen wir noch mit. Die Türen machen wir noch zu. Ich praktisch, dass ich am Abend immer die Mayo hole, weil dann kann ich die Türen. Vergesse ich nicht, die Türen zuzumachen. So, Lele. Die müssen wir auch endlich fertig machen. Ja, ja, ich weiß, dass es spät ist. Nerv mich doch jetzt nicht. So, der kommt da rein. Das kommt da rein. Sonst nichts, ne? Doch, die Brille kommt noch da rein. Okay, sonst ist alles draußen. Wage ich es? Ja, ich wage es. Verkauf noch. Dich. Dich nicht. Dich. Dich. Da rein, da auch, dich auch, du auch. Dich habe ich vergessen. Und gehört auch da rein. Zack. Ah, noch geschafft. Mir ist nur ein bisschen die Düse gegangen. So. Ab ins Bett, jawohl.
Kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Immerhin brauchen wir ein bisschen Geld für unsere Hochzeit. Oh, Gewitter. Sehr schön, dann laden hoffentlich die Batterien auf. So. Ist irgendwas fertig? Meine Kartoffeln sind fertig. Ich glaube, einmal können wir noch Kartoffeln. Sie ist genau für den letzten Tag aus. Also was genau perfekt zum letzten Tag, dass wir noch was ernten konnten. Ich glaube, das ist verfault. Nicht verfault, sondern eingetrocknet. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja, sind das viele Kartoffeln. Okay, so, ich brauche. Das muss doch weg. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 57, 58, 59. 59 und um 7 sind 66. Oh. 68. 68. Okay. 68. Ich hoffe, ich kann es mir merken. 68. 68. So läuft es bei mir übrigens auch in der Realität, aber wenn ich mir irgendwas genau merken muss, dann sage ich das öfter vor mich hin. Damit ich es ja nicht vergesse. Oh, meine Ziegen sind groß. Gibt Ziegenmilch. Scheiß. Kann ich auch Ziegenmilch Mayonnaise machen? Ich glaube schon. Ja. Ey, Ziegenmilchkäse. Ziegenkäse. Ziegenmilchkäse. Ja! Drei schon. Jawohl. Okay, 68. Pierre, ich komme. Mach dich auf was gefasst. 68. Schon scheiße, wenn man im Regen arbeiten muss, ne? Ich hätte gerne verfeinerten Quarz auf dem Grabstein meines Urgroßvaters liegen. Okay, komm irgendwann heute damit vorbei. Nee. So. Verkaufen. 68 waren es, ne? Brauchen ja 6 Tage und am 28. ist der letzte Frühlingstag. Perfekt. So. Das heißt, wir gehen wieder rüber. Und da ist auch mein viertes Stromding fertig. Blöd ist, wenn man während der Aufnahme trinkt, man muss irgendwann aufs Klo. Aber ich will noch nicht aufhören. Ich will aber auch keine Pause machen, weil dann muss ich wieder unnötig schneiden. Und das ist nervig. Das heißt, ich muss jetzt... Ich habe zu wenig.
Habe ich denn das geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich noch. Na, ich verziehe mich nie. Niemals. 7 brauche ich noch. Okay. Nochmal zu Pierre. Huch. Ah, ich habe was vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3er Gefährte. Die pflanzen wir jetzt noch ein, dann schauen wir runter ans Meer. Vielleicht ist da das Regenbogending drin. Vielleicht gibt es die aber auch nur im Sommer. Kann man das nachgucken? Sammlung. Nee. Hm. 3 habe ich schon verschickt. Das war dumm. Weiß ich jetzt auch. So. Und damit. Unsere letzte Saat für dieses Jahr. So, Mario ist fertig. Jetzt Ziegenkäse auch, den brauchen wir nicht, ne? Irgendwo. Doch, da, Ziegenkäse. Ich hoffe, ich gehe mit. Ich hoffe, meine Bäume sind da unten irgendwann mal fertig. Brauche ich eine Aprikose? Ja. Kann 2 voll machen. Wo ist das denn? Oh, wir haben gestern nicht geguckt, ob der Ding unten war. Scheiße. Okay, wir gehen schnell hoch zum Gemeindehaus. Wir können zwei Sachen abgeben. Erst verkaufen wir noch die Mayo. Zack. Wir kommen unserem Gewächshaus immer näher. Brauchen halt noch ein paar Äpfel. Genau, das könnten wir eigentlich noch kaufen. Apfelsetzling. Kann man Apfelsetzling? 40 habe ich gerade gekriegt. Nee, das war große 40 Setzling. Rosen habe ich schon. Kirschsetzling. Einzige, was wir brauchen, ist dann noch die Orange. So, jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr. Einzige, was ich dann noch brauche, ist die Orange. Okay. So, das war da oben. Einmal und einmal. Das heißt, ich brauche noch eine Frucht. Ich glaube, der Baum wird früher fertig, als wie, dass wir Ziegen, Schafe kriegen. Vor allem in Anbetracht unserer finanziellen Lage. Die kann ich jetzt noch schnell einbauen und das mit den Schildern hat nicht funktioniert. Blöd. Aber ist egal. Ich wollte ja eh mehr Bäume haben. Das passt schon so. Weil sie ja da unten das ganze Eck voll mit Bäumen machen. So muss ich das gar nicht. Da auch nicht? Nein, natürlich da auch nicht. Ah, ich glaube, den habe ich jetzt doppelt.